Sommer auf der Alm ist schon halb rum und ich fühle mich hier oben pudelwohl. Unsere Kälber futtern wie die Weltmeister. Und die Entenküken sind ordentlich gewachsen. Friedi hat mir neue Tricks auf der Slackline gezeigt. Und auf den Hochstaufen sind wir auch geklettert. Hat sich doch gelohnt, oder? Was für ein Ausblick. Jeden Morgen müssen die Kühe in den Stall. Lotte! Susi! Melken! Doch sie hören nicht auf mich. Probier's mal wie die Kathi. Geht's weiter! Kirby Kim! Ich glaube, ich muss sie holen. Susi! Komm! Kommt immer her. Ach, das ist das Problem. Die Kühe trauen sich nicht über den Elektrozaun. Dabei ist da gerade gar kein Strom drauf. Oh Mann, ich schaff's einfach nicht allein. Kathi! Komm schon! Kathi kennt einen Trick. So. Luna, Jakob, schleicht sich hier. Einfach das Band aus dem Weg räumen und schon kommen die Kühe ganz brav mit. Wieder was gelernt. Oh, endlich! Geschafft! Danke. Bitte, bitte. Melken kann ich inzwischen ganz alleine. Klappt gut. Und raus mit euch. Ich muss nämlich schnell weg. Heute bin ich mit Friedi verabredet. Auf dem Untersberg möchte der Slackliner über einen Abgrund laufen. Auf einer sogenannten Highline. Friedi? Ich möchte zuschauen, aber bei dem Wetter sehe ich erstmal gar nichts. Endlich finde ich ein Kletterseil. Es führt in eine Schlucht. Aber ist er. Hallo! Hey, Anna! Na? Hi, wow. Cool, dass du hier bist. Ja, was für ein Trip hierher. Wow. Ja, war anstrengend. Das sind meine Freunde, die Maggie und der Walle. Die haben geholfen, diese schöne Highline hier aufzubauen. Boah. Wie weit ist das denn bis da hinten? Die Leine ist 230 Meter lang. Oh, okay. Das heißt, die wackelt wahrscheinlich viel mehr als die kurze Slackline, über die ich gegangen bin, oder? Klar, bei so einer Distanz steckt viel mehr Bewegung drin als auf den kurzen Lines. Und wie tief geht's da runter? Auf der einen Seite geht's ungefähr 50 Meter tief runter, auf der anderen Seite habe ich gleich mal 300-400 Meter bis ins Tal. Oh Mann. Aber du bist ja gesichert. Natürlich, ich bin gesichert und das ist alles super eingeübt. Okay, also mir wird jetzt schon ganz schlecht und schwindelig, aber deine Entscheidung. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Danke. Der Himmel reißt auf, aber der Wind lässt nicht nach. Das wird extrem schwierig. Doch Friedi möchte sich jetzt auf die Highline wagen und sichert sich an dem Band. Also ich werde dich von hier aus anfeuern. Danke, Anna. Das machst du schon. Danke. Ich glaube, der Wind macht ihm richtig zu schaffen. Ah. Oh.
mir vorhin erzählt, dass die letzten Meter oft die schwierigsten sind, weil man dann denkt, oh, jetzt habe ich es fast geschafft. Und dann wird man zu aufgeregt. Wirklich geschafft. Doch jetzt muss Friedi noch zurück. Super, Friedi! Letzten Meter. Ganz schön anstrengend, ganz schöner Kampf war das jetzt. Aber es sah so gut aus und es hat so gewackelt und du hast es trotzdem geschafft. Du bist nicht einmal runtergefallen. Ja, es war ein ziemlicher Tanz mit dem Wind, aber danke fürs Anfeuern, Anna. Boah, wie krass! Super cool. Was bist du für ein Typ? Was ist das denn für ein Gefühl, wenn man da in der Mitte steht und es geht 200 Meter unter einem runter? Ja, man ist im Prinzip 2,5 Zentimeter weit vom Fliegen entfernt. So fühlt es sich ein bisschen an. Und ist das auch mit einer schönen Aussicht. Ist das auch der Grund, warum du das machst, dieses Gefühl? Auf jeden Fall, ja. Das Gefühl da draußen ist super schön, fühlt man sich richtig frei. Man schwebt über allem. Und das Gefühl, wenn man es hinterher geschafft hat, vor allem auch nach so einem Kampf, ist natürlich auch der Wahnsinn. Da wird man schon ein bisschen euphorisch. Nach dem spektakulären Lauf über die Schlucht hat Friedi eine Überraschung für mich. Übrigens, wenn man eine Highline zum ersten Mal von Anfang bis Ende durchläuft, dann darf man der Line auch einen Namen geben. Aha. Und ich dachte mir, weil du mich vorhin so schön angefeuert hast, nenne ich die Line jetzt Anna. Das ist jetzt deine Line. Wirklich? Ja. Das ist aber eine Ehre. Das Dankeschön. Ist eine Highline, die deinen Namen trägt, Anna. Bedeutet das jetzt auch, dass wenn andere Leute da drüber gehen, dann ist das für den auch die Anna-Line? Ja, genau. Der fragt mich dann, hey, Friedi, wo ist denn die Anna-Line genau? Was brauche ich dafür zum Aufbau? Und dann sage ich, okay, die Anna, da brauchst du 230 Meter Band und so weiter und so fort. Cool, vielen, vielen Dank. Leider muss ich mich jetzt verabschieden. Super. Mach's gut, Anna. Vielen, schön, dass du dabei warst. Pass gut auf dich auf. Natürlich. Und während ich mich auf den Rückweg mache, ist Friedi schon wieder da, wo er am liebsten ist. Mitten auf seiner Highline. Auf der Alm ist das Leben etwas entspannter. Grasen und ruhen, mehr gibt's nicht zu tun. Und im Vogelgehege zanken sich Hühner und Enten auch nicht mehr so oft. Unsere Laufenten sind mittlerweile so groß geworden, dass sie jetzt auch bei den Hühnern rumwatscheln dürfen. Und das Tolle ist, Hühner und Enten verstehen sich großartig. Allerdings ist das Wasserbecken jetzt zu klein für unsere Laufenten geworden. Und da habe ich mir was überlegt. Sie bekommen einen Pool. So, fehlt nur noch Wasser. Freut ihr euch schon? Wasserschlacht. Nasse Füßchen. So, es reicht. Und jetzt ab ins Wasser, ihr vier. Na komm. Ach so, die kommen da vielleicht gar nicht rein. Ich brauche noch was. Eins von hier und eins von hier. Kommt, macht mit, Wasserschlacht! Mann, ihr macht überhaupt keine Stimmung für meine Poolparty. Ich helfe nach. Oh nein, 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 alles ist gut, alles ist gut. Jetzt habe ich schon eine, ich setze sie einfach mal rein. Dann sieht sie vielleicht, wie toll es ist. Schau mal. Ui. Oh Mann, ich glaube, mein Pool kommt doch nicht so gut an, wie ich dachte. Naja, vielleicht gehen sie irgendwann von selber rein. Zwingen kann ich sie nicht. Ich schaue einfach später nochmal vorbei. Jetzt versorge ich einen durstigen Hund und sein Herrchen.
Ein Wasser für dich. Danke dir. Und eine Apfelschorle für dich. Nee, war natürlich nur ein Gag. Andersrum. Schau mal. Super, bitte. Danke sehr. Oh, du hast aber einen schönen Hund. Hallo. Was ist denn das für einer? Ah, das ist die Nira. Das ist ein Jagdhund. Ein Jagdhund? Dann bist du Jäger? Ich bin Förster. Siehst gar nicht aus wie ein Förster. Ja, weil heute bin ich nur privat unterwegs. Okay, ja, das ist ja cool. Dann ist dein Büro sozusagen der Wald, oder? Genau. Was machst du da so? Ach du, das ist ein total vielseitiger Beruf. Ich bin sehr viel in der Natur draußen. Aber komm doch einfach mal mit und schau dir das an. Ja, super gerne. Gleich morgen? Sehr schön, so machen wir es. Wie komme ich da hin? Das kann dir die Kathi erklären. Gut, dann bis morgen. Machen wir, bis morgen. Wie heißt denn du überhaupt? Ich bin der Christian. Servus Christian, ich bin die Anna. Bis morgen, Anna. Am Nachmittag treiben Kathi und ich die Kühe zum Melken in den Stall. Keine Kim, geht weiter. Auf geht's, Kim, keine. Aber wie schon heute Morgen haben die Kühe wieder keine Lust. Oh, Kathi, das klappt ja gar nicht. Na, müssen wir es treiben, gell? Ein bisschen. Keine Kim, geht's weiter. Keine Kim. Jetzt geht's weiter. Gut zureden bringt hier gar nichts. Aber vielleicht klappt's ja mit einem Lied. Auf der Alm, da leben vier Kühe, Sophie, Susi, Hedi, Lotte. Sie fressen Gras und futtern Kräuter voll und voller wird das heute. Zum Melken müssen sie in Stall, doch Sophie sagt auf keinen Fall. Da hilft kein Schieben und kein Treiben, also müssen wir laut schreien. Kai wie Kim, Kai wie Kim, jetzt geht's weiter. Kai wie Kim, Kai wie Kim, jetzt geht's weiter. Der Boss der Alm, sie kennt hier oben jeden Halm. Um die Kühe reinzulocken, ist sie täglich auf den Socken. Geht die Lotte nicht mehr weiter, ist schnell klar, das wird noch heiter. Da hilft kein Schieben und kein Treiben, also müssen wir laut schreien. Kai wie Kim, Kai wie Kim, jetzt geht's weiter. Kai wie Kim, Kai wie Kim, jetzt geht's weiter. Schon sind die Kühe wieder fröhlich beim Grasen. Morgen früh werden wir sie wieder melken. Kuhmilch wird auf der Alm nicht nur getrunken oder an die Kälber verfüttert, Bergbauern machen daraus auch leckeren Käse. Kathi zeigt mir jetzt, wie das geht. Wir erhitzen die Milch auf genau 32 Grad. Dann kommt Buttermilch und Lab dazu. Ein Stoff aus dem Kälbermagen. Anschließend lassen wir die Brühe 20 Minuten lang stehen. Tada! Ja, es hat sich was verändert. Ja, wir haben jetzt Käsemasse und die Molke. Beim Schneiden der Käsemasse entsteht der sogenannte Käsebruch. Anschließend trennen wir Käsebruch und Molke. Und warten wieder. Nach einer Stunde ist die Masse fest, wie ein Kuchen. Der Käsekuchen wird ein zweites Mal geschnitten und mit Olivenöl und Kräutern gewürzt. Rein mit dem Käse. Und gleich verputzen? Pustekuchen. Jetzt lagern wir ihn kalt ein und in zwei Tagen probieren wir mal, wie er schmeckt.
Das heißt dann wohl für mich, ich muss schon wieder so lang warten. Schade. Bis der Käse fertig ist, wartet draußen wieder ein Haufen Arbeit auf uns. Oh. So, Kathi, warum hast du mich denn jetzt hier runtergejagt? Was machen wir? Heu machen wir. Das ist getrocknetes Gras, oder? Genau, das getrocknetes Gras und mähen dann was mit der Sense. Das sieht gefährlich aus. Sag ich dir, dass du aufpassen musst heute. Die Sense ist ein traditionelles Werkzeug der Bergbauern. Kannst du das mal selber probieren? Ja. Aber aufpassen wegen den Füßen oder dass nichts erwischt. Ich habe das Gefühl, da geht überhaupt nichts ab. Ja, du musst es besser am Boden halten. Anna, ich bin einmal schnell hier und hol meine zweite Sense, weil sonst arbeiten wir bis Weihnachten. Okay. Gut. Gut. Boah, ist das anstrengend. Mit der Motorsense geht es etwas schneller. Da werden wir jetzt gleich mal ratzfatz machen. Bevor wir das Gras in die Scheune bringen, trocknet es 2 Tage an der Sonne. Denn nasses Heu wird schimmelig. Das will keine Kuh. Bei den Raupen hat sich herumgesprochen, dass wir Gemüse angepflanzt haben. Wir müssen tierisch auf unser Grünzeug aufpassen. Leute, schaut mal, wie toll meine Sonnenblumen geworden sind. Richtig, richtig schön. Leuchtend gelb. Deswegen muss ich die jetzt auch gleich gießen, damit sie noch größer und noch schöner werden. So. Die Paprika wird langsam reif und die Gurke sieht schon super aus. Nur den Kohlrabi haben die Raupen zerfressen. Der wächst nicht mehr weiter. Am nächsten Morgen bin ich mit Förster Christian verabredet. Christian? Hier oben. Ah, da bist du. Warte, ich komm runter zu dir. Mira ist bei der Wanderung natürlich auch dabei. Christian arbeitet bei den Bayerischen Staatsforsten. Er kümmert sich um ein sogenanntes Hochgebirgsrevier, 7000 Fußballfelder groß. Die Fläche besteht überwiegend aus Mischwald, also aus verschiedenen Laub- und Nadelbäumen. Und Christian sorgt dafür, dass der Wald gesund ist und auch gesund bleibt. Schau mal, hier siehst du, das ist eine Weißtanne. Okay. Und du siehst an dieser Tanne, an den Seiten sind Triebe abgezwickt worden. Siehst du hier sehr schön. Ah, von Wildtieren? Genau, das waren wahrscheinlich Rehe oder Rotwild. Für die Tanne bedeutet das, wenn sie oft verbissen wird, dass sie irgendwann ihr Wachstum einfach nicht mehr so ausüben kann. Und sie bleibt klein und kümmert und kann irgendwann unter Umständen absterben und damit ganz ausfallen. Oh, also das ist ein Riesenproblem für so eine Tanne, wenn die angeknabbert wird. Genau, für die Tanne ist es ein Problem und vor allem ist es ein Problem für unseren Wald. Die Tanne ist eine ganz, ganz wichtige Baumart für unseren Bergmischwald. Weil Tannen sehr widerstandsfähige Bäume sind, werden jährlich mehrere tausend Stück eingepflanzt. Und damit nicht zu viele davon durch Verbiss kaputt gehen, überwacht der Förster die Zahl der Rehe. Sind es zu viele, greift er ein und erlegt einige Tiere, damit der Wald auch weiterhin gesund wachsen kann. Ein Förster kennt sich natürlich nicht nur mit den Bäumen aus, sondern auch mit den tierischen Waldbewohnern. Manche von ihnen sind winzig klein. Boah, das nenne ich mal einen dicken Haufen hier. Ja. Stimmt, das ist ein gewaltiger Ameisenhaufen. Waldameisen sind das. Boah, da wimmelt's richtig drauf. Das sind viele Millionen Ameisen, die hier gerade unter uns sind. Was fressen die so? Ach, die Waldameisen, die sind so ein bisschen wie die Müllabfuhr des Waldes. Also sie fressen eigentlich alles. Also von Samen bis tierischer Nahrung. Die nehmen alles mit und tragen es in ihren Bau. Für den Wald sind Ameisen also enorm wichtig. Wir lassen die fleißigen Arbeiterinnen in Ruhe und suchen nach weiteren Tierspuren. Halt! Was hast du denn gefunden? Eine Feder. Oh ja. Oh, die sieht schön aus. Weißt du, von welchem Tier die Feder ist? Von einem Vogel. Stimmt. Vogel ist schon mal gut. Ja, die Feder, die ist von einem Auerhahn.
Mit aufgefächerten Schwanzfedern ruft der Auerhahn im Frühjahr nach einer schönen Henne. Die prächtigen Hühnervögel sind extrem scheu und sehr empfindlich. Ihr Lebensraum muss geschützt werden. Auch das gehört zu den Aufgaben eines Försters. Und hier sind noch so weiße Punkte. Weiße Pünktchen. Genau, das ist der Fingerabdruck vom Auerhahn. Das ist sehr individuell, also jeder Hahn hat da andere weiße Punkte. Ah, cool. Die stecke ich mir doch ein. Nehmen Sie mit. Weiter geht's. Und dann finden wir noch etwas, das überall im Wald herumliegt. Anna, schau mal, siehst du da am Boden die vielen schwarzen Kügelchen? Oh ja, das ist bestimmt Kacke, oder? Ja, genau. Losung sagen wir dazu. Okay, das klingt ein bisschen besser. Genau, und zwar ist das Losung vom Rotwild. Riecht nach Kräutern. Mhm. Gar nicht so schlecht. Aber es ist ganz trocken, ist wahrscheinlich genau, schon älter. Genau, das ist trocken und alt. Genau. Und so Kügelchen, richtig. Genau. Kann man die auch sehen? Sehr selten. Man kann sie sehen, aber das wäre ein großer Zufall. Und die sind wahrscheinlich auch eher scheu, oder? Sehr wenn scheu. Wenn wir mitkriegen, dass wir genau. da sind, dann... Genau, sind die schon lange weg. Ja. Unser Ausflug geht zu Ende. Die Alm ruft. So, Christian, jetzt hast du mir ja schon gezeigt, was es alles so im Wald zu entdecken gibt. Wie sorgst du dich denn darum, dass der Wald auch gesund ist? Ja, na, das würde ich dir gerne beim nächsten Mal zeigen. Da stehen nämlich Waldarbeiten an und dann kann ich dir das in der Praxis zeigen. Cool, da bin ich gerne dabei. Freue ich mich. Dann vielen Dank und bis Danke bald. Dir auch. Zurück bei den Enten. Mal sehen, ob mein Pool jetzt besser ankommt. Ja! Na kommt, kommt ihr zwei auch noch rein. Na also, wasserscheue Enten gibt's ja gar nicht. Die Poolparty ist in vollem Gange. Die spritzen mich ganz nass. Das Entenschwimmbad war doch ein voller Erfolg. Das freut mich. Dann viel Spaß noch euch vier. Kathi und ich sammeln das getrocknete Heu ein. Ach, Bindi. Das Heu kommt in die Kraxe, eine Art großer Rucksack. Upsala. Du, die Kraxe ist eigentlich schon voll. Mhm. Dann schauen wir da mal den Heubund aufbringen. Gut, dass Heu nicht so schwer ist. Okay. Boah, zu früh gefreut. Jetzt. Los geht's. Packen wir's. Die Heuladung kann bis zu 50 Kilo wiegen. Mir reichen schon 20. Aufpassen, gell? Das Heu wird über dem Stall gelagert. Dann kann es durch eine Luke einfach runtergefegt werden. Und das machen wir jetzt noch 10 Mal. Auf der Alm arbeiten ist echt ein Knochenjob. So, fertig, das war der letzte. Gut gemacht. Und jetzt darfst du dir ein bisschen ausruhen um. Was? Wieso denn? Kathi! Vierte. Na gut. Ist eigentlich ganz gemütlich. Und so geht es weiter auf der Steineralm. Mit Forscherin Steffi beobachten wir ein Murmeltier. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, immer noch. Ich hoffe, es zeigt sich noch mal. Ich soll Holz besorgen. Förster Christian und seine Waldarbeiter helfen mir dabei. Obacht ihm! Und dann beginnt langsam, aber sicher der Abschied von der Steineralm und ihren Tieren. Ich glaube, er ist auch ein bisschen traurig, dass er gehen muss.